Mecklenburger Bauernpfanne, 300 Gramm Kartoffeln und los geht's. Schön dunkel anbraten. Nicht vergessen, würzen mit Salz und Pfeffer. 50 Gramm Speck dazugeben. Dazu 50 Gramm rote Zwiebeln geben. Als nächstes 30 Gramm Möhren und dazu gleich 30 Gramm Frühlingszwiebeln. 10 Gramm von einer Chilischote, das gewisse Etwas. Eine rote und eine gelbe Tomate dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich habe noch einen Huhn getroffen, 3 Eier geschlagen, mit dazugeben. Wir kommen zum Stürzen. Und genau so sieht sie aus.